Hey Leute, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Direkt vor der schwachen Signalquelle reingesprungen ins Spiel. Weiter geht's direkt nach dem letzten Mal. Und wir brauchen noch vier Obrigkeiten hier im System. Die eine Aufgabe haben wir letztes Mal schon abgeschlossen. Halt. Zwei Obrigkeiten. So, wir brauchen aber noch nicht nur vier Obrigkeiten, sondern noch 12 Piraten. Oh, ne Püdern. Schild ist noch nicht hundertprozentig wieder da. Also zu einem Drittel höchstens. Ah, die Python ohne Schilde. Ah, das ist auch System, Sicherheit. Oh, oh, und umkreist gerade jemand, uns wird gleich jemand abfangen. Ich flieg mal ein paar Meter in die Richtung, der ist nämlich hinter uns, der Grüne da. Ja. Was ist denn das für einer? Das ist ein Imperial Eagle. Die gibt übrigens in der Kampfzone 8000. Hatte ich auch schon ein paar Mal. So. Kollege. Die Türme drauf? Das ist ja lächerlich. So, wunderbar. Okay. Die hat jetzt allerdings nicht zur Obrigkeit gehört. Halt. Immer noch 4 von 8. Ich glaube, hier vor uns kam gerade. Das müsste ein Pirat sein. Ja, wunderbar. Brauchen wir auch noch ein paar. Müssen wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Hoffen, dass die Schilde noch mitmachen. Oh Mann. Ich wollte gerade nicht reinkrachen. Was haben wir denn da eigentlich schon wieder? Nein, möchte ich nicht machen. Wunderbar. Einer von 12. Ja. Noch eine Cobra, höchstwahrscheinlich auch wieder ein Pirat. Nehmen wir auch gleich mit. Solange man das Glück hat und die spawnen direkt vor einem, ruhig immer mitnehmen und nicht vielleicht auf einen 2er, 3er Wing warten. Da kann man halt auch mal Pech haben, dass der dann hier weg ist und dann gar eine Weile gar keiner kommt, habe ich auch schon erlebt. Na, komm. Jawohl. Oder? Doch. Dir werde ich es heiß unterm Hintern machen, meint Egg at Darkstrider. Also bisher ist es noch
eher so ein lauwarmes Lüftchen von deinem Antrieb, was mir hier unterm Hintern weht. Das war's. Eddie. Oh, 41.000 Kopfgeld. Ohne Scan. Nicht schlecht. Oh, Allianz. Oh, ich habe immer keinen Bock, da hoch zu düsen ins Allianzgebiet. Ach so. Jetzt, wo ihr die Folge seht, ist es für mich schon wieder ein paar Tage her mit der Aufnahme. Aber ich werde wahrscheinlich gerade in dem Moment unterwegs sein und für mein nächstes Dokumentationsvideo das ein oder andere schon mal an Aufnahmen sammeln, die ich brauche. Hm, keiner dabei. Oh, hier gibt es auch Kampfbereiche. In Neri bringt mir nur nicht viel. Da es hier keinen Bonus gibt. So, was haben wir denn jetzt? Ach, eine Zeitwinde. Boah. Das gibt's doch nicht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Die kleine Zeitwinde. Das gefährlichste Schiff bisher. Baller direkt los. Schon Platz noch, jawohl. Ja, nicht schlecht. Auch knapp 8000 Kopfgeld. Ach Mist. Ach fuck, jetzt sind gerade hinter uns zwei Leute aufgetaucht. Ich konnte es gerade nicht mehr abbrechen. Ich wollte noch abbrechen, aber da kam dann gerade schon hier 5, 3, 2 und so weiter. Kevin Steven Atmore. Ja, auch wieder ein Pirat, wunderbar. Müsste Pirat Nummer 4 sein. Wir brauchen noch 4 Obrigkeiten. Ich glaube auch, die Obrigkeiten sind relativ selten allein unterwegs. So. Ach so, allgemein nicht nur das Kraftwerk, sondern allgemein die ganzen Module haben wohl bessere Hitboxen spendiert bekommen. Es war ja vorher so, da konnte ich vorne auf das Schiff drauf schießen und habe hinten die... Na, ist Platz sogar schon, oder? Ja. Und habe hinten die Antriebe getroffen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. 60.000, geil. Teilt sich wahrscheinlich wieder schön in Imperium und Allianz und so weiter auf. Ah, nicht ganz. Zumindest Imperium. Okay, das müsste Pirat 4 gewesen sein. Wir schauen gleich mal nach. 4 Obrigkeiten noch. Die müssten wir doch eigentlich noch finden heute. Ja, 4 von 12 und hier auch 4 von 8. Niemand da? Nicht mal eine Signalquelle. Doch. Da ist eine Igel, eine Imperial Igel. Hm. Python. Wieder so ein Zweier-Dreier-Wing. Zweier-Wing, ja. Theoretisch wie in der letzten Folge. Die hatten, glaube ich, auch zur Obrigkeit gehört. Wir probieren es mal. Ah, okay, ich muss erstmal ein bisschen näher ran. Ich kann die noch gar nicht abfangen, aber es müsste jeden Moment losgehen.
Was ich ein bisschen albern finde, ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, als ich zum Bergbauort hingeflogen bin mit der Anaconda oder zurück, dass ich von meinen eigenen Leuten aus dem System abgefangen wurde. Als ob die mich nicht im Supercrew scannen können, dass ich zu denen gehöre. So. Ah, hier. Die erste, die heute düppelt. Noch zwei Düppel dabei. Machen wir am meisten Probleme eigentlich die Systemleute, beziehungsweise kämpfen die eher ein bisschen mit als die Piraten, die wir bisher hatten. Die haben es ja immer irgendwie unsicher gehen lassen. Oh, ist es eine Clipper oder? Ich habe es gerade nicht genau gesehen, bloß im Augenwinkel. Ah, wieder nicht. Oder ist das eine Kurier? Na, wir werden es gleich sehen, wenn die hier weg ist. Falls die dazugehört, wenn nicht, dann können wir auch weiterfliegen. So. Gehört auch nicht dazu. Ja, eine Kurier war es. Dann gehört die ja auch nicht dazu. Niri Imperial Society. Ist egal. Ja, erst hier Stunk machen und jetzt bloß drehen. So geht's nicht. Kam da nicht gerade jemand rein? Jetzt hör aber auf. Ach, da haut sie ab. Oh ja, da hinten kamen drei rein. Komm schon, bleib hier. Okay, also die Imperial Society, die gehört nicht zur Obrigkeit dazu. Ach komm schon, jetzt geh kaputt. Ich brauche für die jetzt hier länger als für die Kuriers in der Kampfzone. Ah, die zählen echt nicht. Was sind denn das andere für welche? Oh, eine Anaconda. Hohoho, ich weiß schon, wer die Flocke macht. Na komm schon, lass uns abhauen. Ja. Muss also auch noch eine ausgewählte Obrigkeit sein. Steht das vielleicht in der Beschreibung? Das wäre ziemlich... Warum schmeißt es mich immer in das Navigationsmenü zurück? Okay. Kam gerade jemand rein oder raus? Schnapp ich mir mal eben. Wo ist er denn? Da. Ah. Okay, wieder eine Cobra. Wir hängen jeweils bei 4 von 12 oder 4 von 8 fest, aber das ist jetzt immerhin die fünfte. Na nu, was lässt denn die da ab? Ah, da schauen wir uns mal näher an. Eine Drohne. Ha. Junge. Huch. Bin ich tatsächlich noch dagegen geflogen? Also das ist ja doof. Das fällt mir jetzt gerade erst mal auf, dass es immer wieder zurück ins Navigationsmenü geht. Müssen wir jetzt nochmal schauen, wer zur Obrigkeit hier gehört. Kann ich das hier rausfinden?
Die hatte ich ja abgeballert. Die auch? Das war also der Pirat von eben, der hat hier zugehört. Ach, verdammt. So, wen haben wir denn hier drin? Imperiales Flottenraumschiff. Gleiche Fraktion, lasse ich mal in Ruhe. Torvalds Schild. Oh, das ist von der alten. So ein Untertane. Was soll's. Na komm schon. Gleich. 3, 2, 1. Jawohl. Das war irgendwie schlecht abgefangen. Ich habe kaum den Mittelpunkt getroffen, aber trotzdem. Trotzdem funktioniert. So, drücken wir mal den Daumen. Düppelt schon, ohne dass ich was gemacht habe. Dass die zur Obrigkeit gehören. Auch nicht. Ha. Merkwürdig. Was ist denn hier schon wieder? Verrat. Oh, verdammt. Verdammt. Verdammt, verdammt. Ja, okay, wir haben jetzt minus 30 Punkte bekommen für... von den Verdienstpunkten, weil das habe ich nicht dran gedacht. Wir mussten ja immer uns vorsehen, wenn wir Leute abgefangen haben oder abgeschossen haben für die Verdienstpunkte, wie wir das vor einigen Folgen mal gemacht haben, dass es keine Leute weder von uns sind, noch von einer anderen Macht, Power, die allerdings trotzdem irgendwie zum Imperium gehören. Genau das war gerade der Fall, da habe ich nicht dran gedacht vorher. Verdammt. Ja, ist nicht so schlimm. Ah, nee, doch nicht. 7 Piraten, 4 Obrigkeiten. Ich warte jetzt einfach mal auf eine... Da. Könnten ein paar Piraten sein. 4 Stück werden hier angezeigt. Sauber. Da. Gut. Hatte ich dich schon? Ne, eine Igel. Eventuell auch, wenn wir Glück haben. Ja, wunderbar.
Okay, das ging schnell. Und einen müssten wir noch irgendwo haben. Ich weiß jetzt nicht, welchen der beiden ich schon gescannt hatte. Ja, okay. Könnte allerdings auch eine Obrigkeit sein, die Sidewinder, aber ich glaube es nicht. So, genau, 7 Piraten. Okay. Haben wir noch einen Hauler? Paul Hart. Revolution, Niri, Future. Ja, vielleicht. Vielleicht ja doch zur Obrigkeit gehören. Probieren wir es einfach mal. Ist mir jetzt auch egal. Wir sind hier eh schon total verhasst. Nein. Ah, gut. Lassen wir den anderen, den Sidewinder-Piloten leben. Scheiße. Noch ist der Pfeil blau und zeigt nach oben beim Imperium. Okay, nur noch 5 Piraten und 4 Obrigkeiten. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir die 8 Obrigkeiten deutlich schneller zusammen haben. Na gut. Oh, da kommen Leute rein. Die machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's für heute. Schönen Tag noch. Haut rein. Bis dahin. Ciao.